Für den verschwiegensten Finanzplatz der Welt ist er ein Feind, Rudolf Elmer. Der gesellschaftliche Schaden, der hier verursacht wird, trifft nicht nur ein paar Leute, sondern es trifft die ganze Zivilbevölkerung, es trifft auch die Generation meiner Tochter. Und ich finde es wichtig, dass man den Mut hat, hinzustehen. Als Wirtschaftsprüfer und Banker ist Rudolf Elmer lange Teil des Systems. Erst in Zürich, dann in der Steueroase Cayman Islands. Erst dort wird ihm bewusst, bei der Julius Baer Bank ist er mitverantwortlich für Steuerhinterziehung und Geldwäsche im großen Stil. Also nicht korrekt war, dass ich eben diese Bestätigungen abgeben musste, dass die Käufe und Verkäufe in den Caymans in Auftrag gebracht wurden, gegeben wurden und Zürich hat das bereits schon vorgekauft. Und was natürlich hinzukam, war, dass wir Kunden hatten, die also kriminell waren, also ein Arturo Augusto Chaparro, der mexikanischen Polizeioffizier war, der dann verurteilt wurde wegen Geldwäscherei und wegen Mord. Als er dem Management Fragen stellt, kommt es zum Streit. Die Julius Baer Bank setzt ihn unter Druck und er die Bank. Dann ignoriert er das Bankgeheimnis, veröffentlicht Daten, 2011 sogar ein Auftritt mit WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Die Staatsanwaltschaft hatte alle Daten und hat damit nichts unternommen. Mit der Veröffentlichung bei WikiLeaks wurde die Sache weltbekannt. Seit 10 Jahren nun ist es sein ganz persönlicher Kampf gegen ein übermächtiges System. Er sucht den Kontakt zu Journalisten. Sein einziges Druckmittel ist die Öffentlichkeit. Denn in der Schweiz hatten seine enthüllten Daten nie Konsequenzen. Mein Fall ist einer der Fälle, die die Strafjustiz eben nicht untersucht, aus politischen Gründen auch. Wo käme man dann dahin in der Schweiz, wenn man da gegen eine Julius Baer oder gegen eine Credit Suisse oder eine UBS ein Verfahren machen würde? Das würde den ganzen Finanzplatz in Frage stellen. Der Druck kam aus dem Ausland, vor allem aus den USA. Enthüllte Offshore-Geschäfte brachten das Schweizer Bankgeheimnis zu Fall. Der ganze Argument, warum man sein Geld in der Schweiz verwalten lassen soll, ist ja, die Anonymität ist da möglich war. Durch das Bankgeheimnis, das war irgendwie gesetzlich geschützte Anonymität. Und das war natürlich klar, wenn Namenslisten auftauchen, dann ist das ein Schuss direkt ins Herz dieses Mechanismus. Rudolf Elmer zahlte als Whistleblower einen hohen Preis. 217 Tage im Gefängnis, wochenlang in der Psychiatrie. Nicht nur für ihn, auch seine Tochter war das lange eine schwere Zeit. Ja, okay. Ich hoffe, und das wäre eigentlich toll, wenn die Erkenntnis käme in der Gesellschaft, dass Steuerhinterzieher und Betrüger auch Diebe sind. Das ist wahrscheinlich die einzige Strafe, die wirklich wirken wird in Zukunft, wenn jemand für den Diebstahl am Staat bzw. an der Allgemeinheit ins Gefängnis muss. Und die Verantwortlichen, die Täter, sie sitzen weltweit in den Banken, sagt Rudolf Elmer. Genau das will der Schweizer transparent machen. Ändern kann er das System nicht.